Das wäre ja jetzt der absolute Oberhammer, Alter. Ich gucke gerade schön hier ins Discord und denke mir, allen, was geht denn so an der guten alten Festung? Da hat der Micha einfach mal reingetippt. Aal. Alter. Hier unten Aal? Das testen wir doch mal. Also, Aal soll hier gehen, ihr Lümmels. Auf Aal, ich bin sehr gespannt. Wir haben es, ich logge gerade ein, denke mir, alles klar, um die Uhrzeit, was willst du da machen? Schnell im Discord geguckt, welche Spots wären genau fürs Nachtangeln genau das Richtige. Ja, und wie gerade schon gesagt, der Micha regelt, der hatte da was gepostet im Discord unter dem, unter der Rubrik Alte Festung. Hier an der Stelle 3628 auf Aal. Allerdings, was er auch gepostet hat, Fischfetzen. So, jetzt bin ich natürlich hier mit meinem Low-Level-Account, der noch keine Fischfetzen machen kann. Dementsprechend muss ich das natürlich auch ohne Fischfetzen ausprobieren. Tja, also schnappen wir uns den Tauwurm, frisch gekauften Tauwurm, rangetüttelt an einen sehr, sehr dicken Haken. Ich gehe, wenn, dann halt auf die dicken Brocken mit einem Einserhaken. Wenn man Hauptsache mal einen Aal fangen will, beziehungsweise vielleicht wechsle ich auch einen um gleich nochmal auf den Viererhaken. Viererhaken, Einserhaken, das sind so für mich die Haken für die richtig dicken Aale. Alles, was da drunter ist, ja, auch damit fängt man natürlich Aale und auch gerne mal einen dickeren. Aber wenn, dann soll es halt, ich sag mal, schon irgendwie reinballern, ne? Also die letzten Trophys, die ich auch gefangen habe, war alles auf einem ziemlich großen Haken. Von daher ausprobieren. Tja, ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, ob da überhaupt was funktioniert. Gehen wir mal eben hier auf die Montage ein. Ich bin ja immer noch hier mit dem Basis-Starter-Set quasi unterwegs. Gar nichts Großartiges. 6 Kilo Tragfähigkeit, dementsprechend eine kleine, dünne Schnur. Relativ dünn mit 5,2 Kilo. Einser Haken drauf, Tauwurm, gib ihm. Ganz normale Montage. Jetzt noch die Paternoster-Montage. Ich habe vorher hier noch einen Korb dran gehabt. Aber so entscheidend ist das nur auch wieder nicht. Lübt. Und es hat gerade schon ein wenig gezuppelt. Es kann natürlich auch sein, dass hier vielleicht sogar noch Schleien reingehen. Karpfen reingehen, Amure reingehen. Und dass hier vielleicht auch natürlich die Schläfergrundel oder sowas mit reinballert. Aber ich sehe auch gerade hier schon, an der Stelle wurde gerade ein Aal gefangen. Das ist natürlich gut. Ich bin hier gerade im offiziellen Chat wieder unterwegs. Das heißt, hier steht jemand, der auch gerade schon einen Aal gefangen hat. Also nicht aus der Community. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hoffen wir mal, dass das dann gleich hier auch richtig abgeht. Aalangeln bedeutet natürlich immer ein wenig Geduld, aber wir sehen, ganz so viel Zeit müssen wir gar nicht aufwenden. Es zuppelt los. Und das ist natürlich jetzt so ein Ding, das kann natürlich passieren hier, dass gerade, wenn man so einen dicken, fetten Haken verwendet, dass die kleineren Aale da quasi... Also sie zuppeln am Tauwurm, aber haken dann auch nicht. Kann natürlich auch mit daran liegen, dass ich hier so wirklich einfache Haken noch verwende zurzeit. Ich spare mir halt immer noch die Kohle und wenn es dann irgendwann losgeht auf Karpfen und so, dann hole ich mir auch die deutlich wertvolleren Haken. Vorher sind die Fische einfach gewichtsmäßig auch gar nicht so, dass die da so einen Haken irgendwie kaputt biegen könnten. Und deswegen gehe ich immer noch mit den einfachen Haken hier los. Passt bisher. Gar nicht so wahnsinnig viel Ausschlitzer gehabt bisher. Aber auch das, wie gesagt, dass es nicht richtig hakt, kann durchaus an den etwas einfacheren Haken liegen. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt erstmal jetzt, wie es so ist. Also so ausgeworfen, wie es jetzt ist. Nochmal so 2-3 Stunden in-game. Zwischendurch,
vielleicht mal so alle 2 Stunden mal kurz dran rumzuppeln. Kurze Bewegung, ganz leicht anzuppeln, die Routen. Heißt also hingehen und dann ganz kurz mit der Y-Taste, zack, einmal kurz dagegen. Und dann einfach wieder so lassen. Ich bin hier auf 8 Meter weit rausgeklippt. 7 Meter, 8 Meter, so in dem Bereich. Also genau, der Köder liegt quasi genau an der Kante zwischen der freien Fläche und der Entengrütze. Und ja, da hoffe ich einfach, dass da ein bisschen was geht. Die Location, ich mache mal eben die Map auf. Gucken wir nochmal eben auf der Map, wo das genau ist. Genau, alte Festung. Und dann hier ganz unten in diesem Bereich, hier ist dann quasi die Ecke und die Area, wo es abgehen soll. Und ja, vom Clip, wie gesagt, 7, 8 Meter reicht völlig. Leichte Interaktion an der Spitze, an der 2. Schnur wurde schon ein bisschen lockerer. Na, und da zieht einer ab. Und auf der 1 auch noch was. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Zieht aber noch nicht so richtig stark. Ist aber gehakt. Nochmal schön anhaken. Und was haben wir da? Nee, nee. Den wollen wir ja gar nicht, den ollen Brassen hier, ey. Die wollen wir ja gar nicht. So, weiter geht's. Zack, den nächsten. Was haben wir hier? Hat ein bisschen Bock. Hat ein bisschen Power. Und ist eine olle kleine Quappe. Nicht schlecht. Wollen wir aber auch nicht. Na, da gucken wir mal. Kann natürlich daran liegen, dass ich einfach keine Fischfetzen habe, ne? Durchaus möglich, ey. So. Alter. Und ich dachte schon die ganze Zeit, das kann doch nicht sein, ne? Aber es ist ja häufig so. Es ist ja häufig so. Gerade das Aalangeln ist halt speziell. Und da zack, zieht noch was ab. Könnte ganz gut sein. Könnte ganz gut sein. Muss nicht. Aber... Immerhin ein kleiner Aal, Alter. Immerhin 752 Gramm Aal. Naja. Auf dem fetten Tauwurm. Und, ja. Naja. Einserhaken, Tauwurm. Immerhin. Oh. Zack, weiter geht's. Oh. Gucken wir mal. Da müssen wir ein bisschen hochdrehen. Ne. Barsch. Okay. Okay. Nehmen wir gerne mit. Wer den Barsch nicht ehrt, ist den Aal auch nicht wert. Okay, das waren jetzt hier definitiv keine... Das waren definitiv keine 7, keine 8 Meter. Das waren eher 5 Meter. Sehr nah am Uferbereich. Genau. Aber ruhig hier stehen bleiben. Gerne so bis 10 Uhr ungefähr. Da kann immer noch einer reinrasseln. Und das Schöne natürlich beim Tauwurm, da geht auch mal was anderes rein. Das heißt, man steht da nicht umsonst vielleicht. So schlimm ist es gar nicht. Na? Hat er nicht was gebimmelt? Siehste. Gesagt. Gebissen. Und da ist er. Zieht ab. Hat ein bisschen Schmackes. Und. Tada! Ha! Siehste, der kann sich auch eher sehen lassen. Das ist auch eine schöne Färbung. 1,8. Kann man machen. Schön auf Aal, Alter. Auf dem Tauwurm. Also man muss gar nicht zwingen. Das ist immer das Wichtigste, ne? Dass man eben nicht nur mit Fischfetzen oder mit irgendwelchen Ködern, die man vielleicht gerade gar nicht herstellen kann, auch was fängt. Was hatten wir zuletzt noch im Stream gehört? Alden, meine Frau, auf Aal mit Mistwurm. Zack.
Trophy? War es nicht eine Trophy? Auf jeden Fall war es übertrieben. Alter! Wieder ein Barsch! Das ist aber eine geile Barschstelle hier auch, ey. Da kann man ja den ganzen Tag über stehen bleiben und dann schön noch den Tag über hier Barsche rausziehen, den Kaffeeauftrag, das ist ja häufig drin, Barsch-Kaffeeauftrag, bam, und rauskloppen. Zack, und da ist wirklich noch was dran gegangen. Und es hat sogar Bock. Das kann natürlich hier auch immer passieren. Und es ist, hör mich, uff, Alter. Alter, nochmal ein schöner Aal. Affengeil, ey. Sehr gut. Also, ihr Lieben, geht doch, ey. 7 Uhr, der nächste Aal. Ach, wie schön, ey. Und es zuppelt wieder weiter. Na, den werfen wir aber noch ein bisschen weiter nochmal. Der war jetzt sehr, sehr knapp geworfen. Also, leichte Montage, relativ einfache Montage, nicht so doll übertreiben. Wobei, ich habe auch schon, ja, auf 31 Kilo hatte ich auch schon eingefangen. Die Aal Trophy, 31 Kilo Vorfach, 1er Haken, hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt. Also, Aal ist einfach so random, der ballert einfach rein. Wichtig ist einfach, wenn die Location da ist, ausnutzen, rein mit den Aalködern. Ob das der Frosch ist, ob das der Krebsschwanz ist, die ganzen teuren Köder, ob das ein Wurm ist, alles an Wurm mal reinhalten oder auch mal einen Käse, kann auch passieren. Ja, Fischfetzen natürlich auch. Also einfach mal reinhalten und gucken, was geht. Möglicherweise auch sowas wie kleine Fischis, so auf Laube oder sowas, könnte man auch mal probieren. Ne? Hat man natürlich immer das Risiko, dass dann auch mal der Hecht reinballern kann. Siehst du, dann hat es gerade links gezuppelt. Und dann zuppelt es in der Mitte weiter. Und da ist der Barsch einfach mal einen Meter weiter gelaufen. Weiter, müssen wir ein bisschen weiter werfen. So. Und wieder zurück. Also ich würde sogar sagen, wir sind hier eher zwischen 5 und 8 Meter in dem Bereich hatte ich jetzt die Routen draußen. Mal ein bisschen weiter, mal ein bisschen näher. Man hat ja 3 Routen, kann man halt unterschiedlich weit einstellen. Einfach einen Bereich abfächern. Vielleicht auch so ein bisschen mehr von links nach rechts. Auch da verschiedene Bereiche abfächern. Ein bisschen variieren, ein bisschen rumspielen. Und wenn man hier mehrere Nächte ist, natürlich noch mehr rumspielen und noch rumprobieren, noch mehr. In der Regel bin ich ja auf Aal vielleicht mal eine Nacht. Gerade auch hier mit dem kleinen, einfach ein bisschen rumtesten. Und ich sehe es gerade hier im Ingame-Chat, hat der eine Dude hier hat immer noch keinen gefangen. Passiert, ne? Aal ist halt lucky. Es ist nicht so, dass ihr euch hier hinstellt und auf jeden Fall dann auch den Aal fangt. Wie gesagt, simple Montage. Aal braucht nicht in der Regel nicht viel Schnickschnack. Würmer reinhalten, so für den Anfang. Gerade natürlich am besten auch den Tauwurm. Viererhaken, Einserhaken. Und dann einfache Grundmontage reicht ja in der Regel auch. Und dann raus damit. Na, kurz vor 10. Letzte Aktion jetzt hier nochmal auf der Route. Die 3 hat nochmal richtig Bock. Gehen wir nochmal gucken. Und da zieht auch nochmal ein bisschen was ab. Jawohl. Und losgelassen. Verdammt. Vielleicht nicht lang genug gewartet. Vielleicht nicht lang genug gewartet. Da war ich vielleicht doch ein bisschen zu gierig. Ja, das ist es häufig, ne? Das ist häufig gerade beim Grundangeln. Lieber warten, bis es richtig runtersackt mit der Rutenspitze. Bis die richtig in die Kurve geht. Bisschen warten. Wenn der Fisch erstmal so abzieht, wenn die Schnur erstmal so rumgeht. Die 10 Sekunden, die kann man dann auch noch warten, bis der Fisch dann wirklich dran ist. Oder vielleicht, ja, die Rolle, die Bremse nicht ganz so hoch einstellen. Gucken, dass der dann wirklich abzieht. Zack, dann entspannt die Rute nehmen. Nochmal anschlagen. Bremse hochziehen. Und sichern den Fisch. So. Nehmen wir noch einen mit. Ich würde sagen, vielleicht machen wir hier die 30 Minuten vom ersten Fisch an. Die nehmen wir noch mit. Und dann sind wir auch schon nach 10 Uhr. Und bis dahin, ja,
sollte das dann auch eigentlich reichen. Dann sind wir auf jeden Fall schon spät genug von der Uhrzeit hier fürs Aalangeln. Da wird dann wahrscheinlich danach keiner mehr reingehen. Ich sehe auch hier immer wieder mehr und mehr Barsche im Chat. Und ja, ich würde sagen, danach verkaufen wir gleich erstmal und gucken, was das so bringt. So, 12 Uhr haben wir es schon. Also, ja, das sieht auch ganz gut aus hier. Siehst du, 1,6er Trophy Barsch, den kriegen wir dann bestimmt auch noch. Wenn man hier weiter angelt mit dem Tauwurm, geht bestimmt auch nochmal eine Schleie rein oder ein paar Giebel. Die sollte man hier schön rausziehen können. Vielleicht, wie gesagt, sogar noch der Trophy Barsch auf dem Tauwurm, durchaus möglich. Und dann gucken wir mal rein, was das denn so gebracht hat. Neben jede Menge XP hat das natürlich auch gut Kohle gebracht. Und da sind wir jetzt hier in der halben Stunde bei 81 Silber. Das kann sich doch sehen lassen. 37 Silber für so einen schönen 1,8 Kilo Aal. Nicht so schlecht. Ja, wichtig, wie gesagt, ihr braucht noch für den Tag guten Beifang. Das heißt, dementsprechend rumprobieren, mit welchem Köder da der Tag auch noch ergiebig ist. Dann lohnt sich natürlich auch das Aalangeln. Petri Ölümels zieht raus die langen Dinger. Bis zum nächsten Mal.